Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin heute in der Schweiz für euch unterwegs. Mit diesem wunderbaren Seeblick von meinem Zimmer aus begrüße ich euch. Und ich zeige euch wieder die Hotspots schlechthin. Und als allererstes, wie immer in diesem Video, mit dem Rundgang durchs Zimmer. Schon gepackt und das ist der Zeitpunkt über mein Fazit. Es war wieder ein sehr, sehr schöner Aufenthalt hier. Es ist ein wunderschönes altes Haus, was wirklich kernsaniert ist, topmodern, hochwertigste Materialien, gerade auch in den Badezimmern wirklich schön. Das Bett war traumhaft, habe richtig gut geschlafen und der Seeblick ist natürlich einmalig, wenn du morgens aufstehst, aus dem Bett kommst und dann hast du diesen wunderschönen Blick über den See. Auch das Bad sehr schön, was sehr toll ist sogar, das Dampfbad hat auch verschiedene Sitzebenen und die oberste Ebene ist sehr groß, das heißt man könnte da auch zu zweit als Pärchen drauf liegen, also auch sehr angenehm, positiv aufgefallen, ist mir auch der Ruhebereich sehr weitläufig, man ist sehr schön alleine auch. Draußen der Jacuzzi lädt ein zum Verweilen, ebenso auch die Sonnenterrasse und natürlich kann man auch zum See direkt vom Spa aus oder auch dort von der Terrasse weg, Bootssteg ist alles da, also ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gartenareal, wo man eben auch schön sonnen kann im Sommer. Leider hat das Wetter nicht so ganz mitgespielt, aber dafür war ich drin im Spa. Für mich geht es jetzt weiter ins nächste Hotel, deswegen auch so kurz angebunden, weil ich werde schon abgeholt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und ihr wollt ja auch sehen, welche anderen Häuser ich in der Schweiz noch kennenlerne. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also klickt mal drauf. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.